Wenn du die Software öffnest, präsentiert sie sich selbst mit einem Muster und mit dieser perspektivischen Fläche hier, auf dem sie eben ein Objekt ablegt. Wenn du auf die linke Maustaste klickst, kannst du den Orbit bewegen, das heißt den Raum bewegen, wo diese Fläche liegt. Wenn du auf die mittlere Maustaste gehst, kannst du heranzoomen. Und mit der rechten Maustaste kannst du das Ganze in der Ebene links und rechts, aber nicht in der Höhe verschieben, damit das Ganze für deine Arbeit gut ins Bild passt. Ganz wichtig zuerst zum Herumprobieren, bitte wirst du in deiner eigenen, mit deiner eigenen E-Mail-Adresse arbeiten. Und als zweites, wenn du dann deine Becherform hast, wo du glaubst, das passt, dann wirst du auf den Klassenaccount zugelassen oder du steigst in den Klassenaccount ein und machst dieselbe Arbeit noch einmal im Klassenaccount, im Master-Account sozusagen, wo auch ich dann überprüfen kann, ob deine Arbeit wirklich reif ist, um auf den 3D-Drucker zu gelangen. Da du ja die englische Sprache im Schulunterricht lernen solltest, findest du hier also verschiedene englische Wörter. Ich bleibe jetzt mal bei den englischen Begriffen. Angeblich kann man sich das Ganze auch auf Deutsch einstellen. Egal, Shape Options bedeutet Formenmöglichkeiten. Und wir haben jetzt hier eingestellt Plane, das heißt eine Fläche. Wenn ich hier auf die erweiterten Pfeile gehe, kann ich mir verschiedene Formen aussuchen. Wir wählen uns Revolve aus. Und wir sehen hier oben gleich, entstehen mehrere Formen, sind mehrere Formen zu sehen, die einfach Vasen ähnlich sind. Wenn wir so eine Vase anklicken, dann bekommen wir hier auf alle Fälle mal so eine Form geliefert, so eine Art Hyperboloid oder eben halt hier diese einfachen Vasenformen. Glockenformen finden wir auch, zum Beispiel hier. Ich empfehle für einen Becher jetzt eine einfache Grundform zu nehmen, zum Beispiel so etwas oder diese hier Vase, die dem Ganzen schon nahe kommt. Wir sehen hier, dass hier oben solche Ränder sind. Die müssen wir zuerst eliminieren. Die brauchen wir für unseren 3D-Druck, den du planst, nicht. Da gehst du bitte auf Frame und klickst auf None. Und sofort verschwinden diese beiden Rahmen, die du eigentlich nicht wirklich brauchst. Wenn du mir bisher gefolgt bist, dann gehst du als nächstes zu den Punkten Top and Bot. Hier gibt es die Möglichkeit, die ganzen Einstellungen zu schließen. Und immer wenn du möchtest, kannst du hier direkt auch More Info finden, die dir dann in Englisch angezeigt wird. Es wird dir darin ganz genau erklärt, wie diese Funktionen sich auf deine Arbeit auswirken. Zum Beispiel siehst du hier den Begriff Diameters, also Durchmesser, erklärt und wie sich die Diameters auf deine Arbeit auswirken. Wichtig ist jetzt, wir wollen einen Becher machen, der nicht die Höhe von 100 mm übersteigt, so ungefähr. Und wir wollen diesen Becher verschieden gestalten können, also die Diameters unterschiedlich gestalten können. Und deswegen klicken wir hier unten auf Crop. Und wir sehen auch hier in der Info, dass wenn Crop eingeschaltet ist, dass die einzelnen Einstellungen der Diameter, also die Verhältnisse aufgehoben werden und du also mit deinem Becher machen kannst, was du willst. Und das sieht dann ungefähr so aus. Du kannst jetzt hier zum Beispiel den Boden vergrößern und kannst hier die Form komplett verändern, wie du möchtest. Dir ist da jede Möglichkeit gelassen. Also kannst du aus diesem Becher irgendetwas machen. Zum Beispiel hier oben
so und unten so verwenden. Dir fällt vielleicht gleich auf, dass du bis jetzt eigentlich noch kein Gefäß hast. Und diesen Schritt werden wir im nächsten Video besprechen.